Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt noch bei mir zu Hause, gleich aber nicht mehr. Wir fahren zu DM und drehen dort ein Live-Haul, denn es gibt einige Make-up-Neuheiten und die wollte ich gemeinsam mit euch shoppen, um sie für meine Kanäle zu testen und zu schauen, was sich lohnt und was nicht. Deswegen fahren wir heute zu DM und drehen ein Live-Haul und ich bin schon ganz gespannt und freue mich. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. So, wir sind jetzt angekommen und ihr wisst ja, wie ich das immer mache. Wir gehen Schritt für Schritt jedes Regal durch und in dem Fall Schritt für Schritt jede Make-up-Marke und dann gucken wir so ein bisschen gemeinsam, was ich davon schon kenne. Wenn etwas besonders gut oder besonders schlecht war, erzähle ich euch meine Erfahrungen. Wir gucken, was ich noch nicht kenne und dann für meine Kanäle testen könnt. Ihr wisst ja, ich mache auch oft so First Impression, Make-up-Videos und all solche Sachen. Und wir fangen an mit Max Factor. Dieser Concealer hier von Max Factor ist so gut, den mag ich so gerne. Das ist wirklich ein richtig, richtig toller Concealer im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und gerade wenn man eher so ein bisschen trocknere Augen hat, der rutscht nicht in die Fältchen und so. Also das ist echt einer meiner Favoriten-Concealer. Ansonsten muss ich sagen, ist jetzt hier nicht wirklich viel, was ich nicht kenne. Das Einzige, was ich jetzt so sehen würde, sind diese Facefinity Kompakt-Make-up-Sachen. Ich guck mal kurz, ob ich meinen Ton finde. Habe ich mir jetzt einfach mal eingepackt, weil ich halt auch oft Foundation... Also ich habe viele Sachen aus der Drogerie zum Testen, aber bei Foundations und sowas ist es halt immer ein bisschen schwierig. Dann sind wir auch schon fertig bei Max Factor und gucken jetzt mal bei L'Oreal. Das erste, was ich sehe, ist dieses Fixing Spray. Ich habe das letzte erhascht, da freue ich mich natürlich drüber. Da habe ich schon richtig viel auf TikTok drüber gelesen. Ja, okay, ich sehe jetzt keinen Preis, kann ich euch nicht viel zu sagen. Sieht so ein bisschen in Richtung Haarspray-Packung aus. Bin ich gespannt, wie das ist. Werdet ihr auf jeden Fall bei mir in den First Impression Videos sehen. Und kein Abfärben, 36 Stunden ist schon mal ein sehr, sehr heftiges Versprechen. Guck mal, dann habe ich hier diese Foundations entdeckt. Concealer habe ich, meine ich, schon, aber die Foundation sagt mir jetzt nichts. Guck mal, bei L'Oreal, eine meiner liebsten Foundations oder ich glaube sogar die liebste aus der Drogerie, ist dieses aufpolsternde, getönte Serum für 12,95 Euro. Das kann für mich locker mit High-End-Foundations mithalten, weil das einfach wunderschön auf der Haut... Digga, ich habe es heute sogar drauf. Es sitzt wunderschön auf der Haut, lässt sich schön verblenden, hat nochmal einen Pflegeeffekt. Problem ist, ich habe mein Make-up jetzt seit 9 Stunden drauf, deswegen sieht es halt auch ein bisschen fertig aus. Aber falls ihr eine richtig gute Foundation sucht, die von L'Oreal, wow. Ja, und bei der hier von, also diese, ja, 32 Stunden frisch Foundation habe ich noch nie erlebt, aber mal gucken, schaue ich mal nach meiner Farbe und dann kommt die auch auf jeden Fall mit. Tatsächlich, wenn ich jetzt so bei L'Oreal gucke, gibt es hier jetzt auch nicht mehr, wo ich sagen würde, das habe ich nicht zu Hause zum Testen oder, ja, ich benutze manche Sachen nicht wie normale Lippenstifte oder so. Falls ihr auch ein richtig gutes Puder-Make-up sucht, kann ich euch das hier auch sehr empfehlen. Diese Perfect Match mattierende Hautton anpassende Puderdinger. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Puder aus der Drogerie. Ich mache sogar manchmal Fixing Spray drauf und tue das dann mit einem Pinsel drauf für einen stärkeren Effekt. Also das ist auch ein richtig, richtig, richtig schönes Produkt. So, bei Maybelline gibt es ein paar Sachen, die interessant wären, aber ich habe zum Beispiel diese Sky High Mascaras in verschiedenen Tönen schon PR-mäßig zugeschickt bekommen. Aber ich habe ja auch so eine Einkaufsliste. Da habe ich mir Sachen aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall bei DM kaufen wollte. Im Bereich Make-up zum Beispiel. Spiel. Fehlen mir bestimmte Farben von den Maybelline Liquid Lipsticks, die bei mir einfach leer sind. Eine Farbe, die, also ihr wisst ja, meine Lieblings-Liquid Lipsticks sind einfach die Maybelline Superstay. Eine Farbe, die leer ist, die ich mir deswegen jetzt nachkaufe, ist hier die Farbe Magenta, die Farbe Magenta Crisp 860. Das ist so ein wunderschöner, bäriger Ton, der richtig, richtig frisch aussieht. Ich glaube, das erkennt man hier nicht ausreichend. Und wovon ich auch auf jeden Fall einen Nachschub brauche, ist mein Lieblingsrot. Die Farbe 542, die habe ich jetzt auch drauf. Das ist so für mich das perfekte Rot. Das habe ich ja, ist halt mein, ja, wie sagt man, Signature Liquid Lipstick, der, den ich halt immer trage. Und der kommt natürlich auch mit, weil meine sind halt, ich habe nur noch einen halb leeren, weil ich die halt eigentlich auch permanent benutze. Guck mal, ich habe jetzt hier noch zwei Rottöne gefunden, bei denen ich mir persönlich nicht sicher bin, ob ich sie habe, was aber nicht schlimm wäre, weil ich halt immer sehr viel Rot benutze. Und das sind hier diese zwei Rottöne gewesen. Und deswegen habe ich die jetzt auch nochmal eingepackt. Ja, diese Lip Plump Sachen, das habe ich auch PR-mäßig bekommen. So den ganzen Aufsteller tatsächlich habe ich auf Instagram verlost oder auf TikTok, ich weiß es nicht. Da hat sich auf jeden Fall eine Followerin sehr gefreut, weil ich benutze ja keine Plump-Produkte und sowas. Ansonsten
haben wir hier Ultra Precise Eyeliner. Ja, so ein bisschen in Neonrichtung, glaube ich. Ne? Ich glaube, der grüne, der kommt mit, weil der sieht interessant aus. Guck mal, und was ich jetzt hier auch mitnehme, weil ich bin mir auch nicht sicher, weil hier stehen jetzt auch nicht, welche Töne vielleicht wie neu sind, dass dieser krasse Pinkton, falls ich ihn halt schon habe, würde ich ihn halt verlosen. Aber das ist unsere Trendfarbe, okay? Und das ist ein sehr, sehr heftiges, knalliges Pink. Das spricht mich natürlich an. Ja, und ansonsten mein Lieblingskajalstift wurde ja aus dem Sortiment genommen von Maybelline. Genauso wie mein Lieblings-Wimpernprimer. Was ich halt auch echt gut aus der Drogerie gebrauchen könnte, sitzt mein Make-up noch? Ja, doch. Wäre Eyeshadow Primer für meine Videos, aber das ist halt in der Drogerie nicht so oft gegeben. Wobei ich bin froh, dass sie jetzt überhaupt mehr in Richtung Flüssigprodukte gehen. Mit Rouge und Bronzer und all so ein Kram. Also allein das macht mich schon happy, ne? Das war ja ewig nicht so. Und was ich auch entdeckt habe, was auch wohl neu ist, ist dieses Build a Brow. Einmal mit so einem Ding zum Auffüllen und dann einmal zum Versiegeln. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und da nehme ich einfach den dunkelsten Ton, weil ihr wisst ja, ich habe einfach, ja, ich brauche immer so schwarzbraun. Ja, ansonsten ist jetzt hier auch bei Maybelline nichts, wo ich sagen würde, das ist eine Neuheit, die ich jetzt testen müsste oder mitnehmen würde. Ja, Nagellack, bin ich raus jetzt so. Hello Friends, kleine Werbeunterbrechung, denn solche DM-Hauls, sag ich euch ehrlich, können sich ja auch nicht von selbst bezahlen. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute einen Partner von mir und stelle ihn euch vor, den ich selber durch Influencer-Werbung kennengelernt habe, dann die Produkte ausprobiert habe und sie zu mega krassen Game-Changern in meiner Beauty-Welt wurden. Ich hoffe, das war richtiges Deutsch. Und zwar geht es um die UV-Gel-Strips von Maniko. Falls ihr Maniko noch nicht kennt, das sind so UV-Gel-Strips. Ich zeige euch gleich auch nochmal die Anwendung. Die es wirklich in vielen, vielen, vielen verschiedenen Farben gibt, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe mir damals von Maniko das Starter-Set geholt und das mal ausprobiert. So sehen diese UV-Gel-Strips aus und ihr seht das Ganze gleich nochmal. Ich habe in der Infobox einen Rabattcode für euch mit 20%. Der ist einen Monat gültig ab Start von diesem Video, also ab Veröffentlichungsdatum. Und das Ding ist einfach, ich liebe diese UV-Gel-Strips. Die halten, also alles, was sie versprechen, halten sie auch. Die halten länger als 3 Wochen. Das Maximum bei mir war 3 Wochen. Dann habe ich sie entfernt, weil dann waren sie mir zu krass rausgewachsen. Du hast kein Problem mit splittrigen Nägeln oder Nägeln, die absplittern. Du hast kein Problem mit Nagellack, der nicht hält. Die halten alles aus. Egal, ob du jeden Tag abwäschst, ob du im Garten arbeitest, ob du irgendwie sonstigen Kram machst. Also ich bin wirklich sehr, sehr schwer begeistert von Maniko. Und ich muss sagen, die Anwendung ist auch sehr, sehr einfach, wenn man sie auch schonend entfernt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe da einfach so ein Remover-Serum von denen. Schädigt es auch nicht bei deinen Nägeln. Also ich muss sagen, ich bin sehr verliebt in das Produkt. Wenn ihr also etwas sucht, was wenn ihr keinen Bock mehr habt auf das Problem mit abgesplittertem Nagellack und Drama und hält nicht und so ein Tamtam, probiert Maniko sehr gerne aus. In der Infobox ist ein Rabattcode und jetzt zeige ich euch nochmal die Anwendung und dann geht es auch gleich weiter im Video. Gefühlt überall habe ich diese UV-Gel-Strips von Maniko gesehen und dann dachte ich mir, ich schreibe der Firma einfach mal, um das Ganze zu testen. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und es hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr einfach geht. Und hier seht ihr, wie das Ganze läuft. Ihr habt da eine Erklärung und könnt innerhalb von 10 Minuten richtig schöne Nägel zaubern, die ziemlich lange halten. Was mir hier sehr gut gefallen hat bei diesen UV-Gel-Strips, ist, dass sie eine schöne, dicke Qualität hatten, sodass sie für mein persönliches Empfinden einfach ein bisschen hochwertiger waren und mir gefiel die wirklich super leichte Handhabung. Das Ganze packt ihr unter die Lampe und schon habt ihr richtig frische Nägel innerhalb von 10 Minuten. Mir hat es sehr gefallen. In der Beschreibung ist ein Rabattcode. Probiert es gerne auch aus. Ja, ihr seht, das Anbringen von Maniko ist sehr, sehr einfach. Ich kann euch das Produkt mega empfehlen. Checkt gerne die Infobox ab und jetzt geht's weiter mit dem DM-Video. Alverde, oh, okay, das ist interessant. Was die vielleicht für Neuheiten haben könnten. Ja, das ist halt natürlich so, ja, Concealer, cool, aber 2 Töne ist halt dann auch, ja, schwierig, ne? Also das ist halt, weiß ich nicht. Und dann kannst du halt nur anhand von dem Bild sehen, ob es deine Farbe sein könnte oder nicht. Das ist mir so ein bisschen zu wenig, um das dann einzuschätzen. Und ich bin ja echt nicht schlecht darin. Aber jetzt jemand, der sich gar nicht auskennt, hätte es wahrscheinlich noch schwerer. Ja, aber Alverde spricht mich eh meistens nicht so an, muss ich sagen. Also ich hab mal ein Fullface dazu gedreht. War okay. Oh, ich habe irgendwas von dem letztens. Wie war das Alverde? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendwie Naturkosmetik Make-up-Entferner benutzt. Katastrophe. Alles hat gebrannt, obwohl es für sensible Haut war und bla. Aber es war, glaube ich, nicht Alverde. Ich habe aber ein Video dazu gedreht. Ja, jetzt sind wir bei Catrice. Ja, so Neuheiten, sag ich euch ehrlich, bin ich irgendwie raus, weil da musst du halt immer sehr tagesaktuell posten. Und ich bin halt jemand, der immer viel vorausplant, weil ich einfach auch viele Kanäle bediene. So, wobei ich versuche jetzt wenigstens für meine Hochformatsachen so ein bisschen auf Neuheiten zu gucken. Guck mal, die habe ich zum Beispiel letztens getestet. Die
haben mir richtig gut gefallen. Also diese flüssigen Rouge-Dinger von Catrice für 4,45 Euro. Die fand ich echt nicht schlecht. Ich habe ja auch letztens irgendwelche Wimpern getestet. Ich weiß nicht, welches war es war, aber vielleicht wird der Kleber ähnlich sein. Ich glaube, es waren die hier. Der Kleber da drin war eine Katastrophe. Ich habe mich nur geärgert. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieser feuchtigkeitsspendende Serum-Primer. Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihn beim letzten Haul geholt habe, weil man kommt auch manchmal durcheinander bei den Produkttests. Aber wenn es mal so ist, dass ich etwas doppelt kaufe, dann kommt es eh mal in meine Verlosungskisten. Ja, diesen Catrice Under Eye Primer versuche ich schon länger bei DM mal zu finden, ist aber leider immer ausverkauft. Deswegen habe ich ihn leider nicht. Und was ich auch auf jeden Fall mitnehme, sind diese Konturstifte 2-in-1 Contour and Highlight für 5,45 Euro. Erinnert mich so ein bisschen an NYX. Was ich sehr schade finde, ist halt, dass da so ein Highlighter oben ist. Also ich würde es viel besser finden, wenn das einfach ein heller, matter Ton wäre, womit man dann halt so arbeiten kann, weißt du? Die habe ich auch bei meinem vorletzten DM Live Haul oder so geholt für 4,95 Euro. Richtig schöne Blush Sticks. Lässt sich schön verblenden, macht eine schöne Farbe. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und was meine kleine Schwester mir empfohlen hat, was ich auch sehr gerne mag, ist dieser Soft Glam Filter von Catrice für 7,95 Euro. Der macht so einen richtig schönen, gesunden, natürlichen Glow. Also wenn ihr da etwas ganz Leichtes sucht, auch dieses Tinted Serum, auch sehr, sehr schön, kann ich euch die beiden Sachen von Catrice definitiv ans Herz legen. Ja, ansonsten hat Catrice natürlich so Neuheiten mit diesem Plump-Effekt und sowas, aber das ist halt nicht so meins. Also sowas teste ich wirklich sehr, sehr selten. Guck mal, so ein Lippenöl, habe ich durch meine kleine Schwester gelernt, ist voll, also das ist voll beliebt so bei den Jüngeren. Aber ist auch schön, wenn die eher so ein dezentes Make-up haben, anstatt irgendwie 50 Kilo drauf oder so, weißt du, muss man auch nicht in dem Alter. Und so Lippenöl und so, das ist etwas, was jetzt so die 15-, 16-, 17-Jährigen viel benutzen. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier bei Catrice auch nichts, wo ich sage, das ist jetzt eine Neuheit oder so. Nee, ich gucke auch extra schon nach Foundations oder so, weil ich halt für meine Drogerie First Impression Videos Foundations und Concealer brauche. Oh, das sieht richtig fleckig aus. Wow. Was ist das denn für eine Kante? Nee. Das ist eine Katastrophe. Ich habe halt im Dunkeln zu Hause mein Make-up nachkorrigiert. Nee. Da versuchen wir jetzt mal. Und dann habe ich halt auf Puder mit Flüssig was gemacht. Also ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, und das kommt dabei raus. Katastrophe. So ein riesiger, brauner, fleckiger Strich. Weißt du, wie ich meine? Was lernen wir daraus? Schminkt euch immer im Tageslicht nach oder zumindest im guten Licht, aber nicht im Dunkeln, weil sonst seht ihr auch fleckig komisch aus. Oh, ich schwöre es euch, ignoriert einfach mein Gesicht. Was soll man dazu sagen? Warte, da kannst du auch nichts mehr zu sagen. Egal, ich muss es mir ja nicht angucken. So, weiter geht's mit Manhattan. Ja, diese Dinger hier habe ich getestet. Die haben irgendwie die Verpackung geändert und vorher haben die besser gehalten. Die sind okay. Ich finde sie von der Gleichmäßigkeit beim Schminken eher geht so, muss ich sagen. Aber vorher beim alten Design waren sie besser. Aber das ist halt echt oft so bei Produkten. Sobald sie das Design verändern, wird die Formulierung auch anders. Oh, All Day Mega Matte Lip Color. Hält bis zu 16 Stunden. Okay, werden wir testen. Oh, nehmen wir den Ton oder nee? Wir nehmen auch extra keinen Nude, weil das ist dann immer, ja, der kann auch schlecht aussehen. Oh, wir nehmen Pink. Der kann schlecht aussehen und das sieht man nicht so. Krasser Pinkton, der bis zu 16 Stunden halten soll. Kein Problem, werde ich ausprobieren und euch zeigen. Und falls es nicht so ist, könnt ihr euch das Geld dann dafür sparen, weil ich habe es ja ausgegeben. Also das ist vielleicht der Moment jetzt, wo ihr vielleicht dem Video, wenn ihr Lust habt, einen Daumen nach oben geben könntet oder mir folgen könntet. Wird sich schon lohnen, lohnt sich schon manchmal. So, wir sind auch schon beim vorletzten Make-up-Ding. Make-up-Aufsteller. Und zwar von Trend It Up. Schauen wir mal. Non-Transfer Liquid Lipstick. Bis zu 12 Stunden. Der hier soll bis zu 5 Stunden halten. Ja, okay, das ist ein normaler Lippenstift. Ich werde ihm mal eine Chance geben, weil ich mag ja eher Liquid Lipsticks. Und den werde ich auch mal mitnehmen. Ja, guck mal, 2,95 Euro und 2,75 Euro ist halt auch sehr, sehr günstig. Und dann werde ich mal gucken. Ich nehme hier auch extra knallige Farben, damit wir mal sehen, wie sich das Ganze macht und ob es hält. Ja, und dann mal schauen, ob es wirklich so hält. Ansonsten, Nagellack bin ich auch raus. Nagelfeilen hole ich mir bei Ebelin. Ah, okay, es gibt eine Perfect Poreless Matte Foundation. Ja, muss ich mal kurz swatchen. Warte mal, kann ich euch hier so hinstellen? Fällt die Kamera um? Nee, super, sie hält. Okay, 040. Die zweitdunkelste Farbe ist mir viel zu hell. Okay, 050 auch? Ja, okay, das wird nichts mit der Foundation, weil mir sind die dunkelsten Töne zu hell. Schade.
Guck mal, die habe ich auch letztens getestet. Auch diese Rouge Sticks von Trended Up, auch in allen drei Farben. Und die waren auch richtig, richtig klasse. Also wenn ihr, also mittlerweile benutze ich oft sogar lieber Flüssigprodukte als so Puderprodukte. Also wenn ihr da mal euch durchprobieren wollt, guckt einfach, das ist halt so ein Stick, ob ihr eher sowas mögt oder wie das von Catrice, was ich euch gezeigt habe, was so flüssig ist. Aber die waren echt ziemlich, ziemlich nice. Und sonst, nö, eigentlich ist jetzt hier auch nichts weiter, was jetzt vielleicht für Videos interessant wäre. Weil für mich privat, sag ich euch ehrlich, wofür? Brauche ich nicht. Also, ja, brauche ich nicht. Aber es geht spannend weiter. Essence. Okay. Essence hat neue Pinsel und ich habe mal für euch ein Video gedreht, in dem ich alle Essence-Pinsel getestet habe. Deswegen werde ich hier auch alle Pinsel kaufen. Zwei fehlen. Ich muss mal gucken. Vielleicht gibt es sie bei einem anderen DM. Und guck mal, vom Preis her geht das auch. Der teuerste Pinsel ist jetzt 4,45 €, der günstigste 1,95 €. Und es klingt für mich auch, als wären das gut. Also, ne, als könntest du damit ein gutes Fullface machen. Augenbrauen, Blending, Lidschatten. Ja, der fehlt genau. Lidschattenpinsel, dann hier Blush, Highlighter, Blending, Gesichtspinsel. Pudergesichtspinsel. Also davon werde ich jeden mitnehmen und dann drehe ich euch einfach ein Video, in dem ich mich komplett mit Essence-Pinseln schminke und dann schaue, welche sich davon lohnen und welche nicht. Guck mal, dann hat Essence eine neue Kollektion. Mesmerizing. Ja, Mesmerizing irgendwas. Spricht mich persönlich gar nicht an, weil ich bin halt auch null der Meerjungfrauentyp. Aber ich versuche zumindest wenigstens mal auf TikTok oder YouTube, TikTok oder Instagram mal so ein bisschen Neuheiten zu zeigen. Und weil bei YouTube ist es einfach zu lange mit Schnitt, mit dies, mit das und sowas. Also deswegen war ich nie so ein Fan von Limited Editions und sowas. Ja, deswegen nehme ich das mal mit, weil ich versuche auch immer meinen Content zu verbessern für euch und coole Sachen rauszubringen. Die ganze Kollektion besteht aus einem Liquid Lip Balm, Schimmerlippenöl, Color Changing Lip Stick, Blush Stick, A&F Face Highlighter Glaze, Nail Polish, Glitter Top Coat, Hydrogel, Eye Patches. Und ja, die landen auf jeden Fall gleich hier. Ansonsten habe ich gerade diese Sachen hier entdeckt. Einmal Baby Gut Blush, flüssiges Rouge und Highlighter. Nehme ich auf jeden Fall auch mit für meine First Impression Tests. Und dann diese Baby Gut Rouge Stift und Bronzer Stift. Also ich habe Glück, dass jetzt noch alle Farben da sind. Und da kommen sie auch auf jeden Fall mit, um sie zu testen. 2,95 €, 3,45 € und ja, ich bin einfach super neugierig, auch auf Flüssigprodukte aus der Drogerie, sag ich euch ehrlich. Guck mal, dann habe ich diese feuchtigkeitsspendenden Skin Tints gefunden. Hab gerade schon geswatcht, da würde ich mir die Farbe 40 mitnehmen. Ja, ist ein bisschen schmutzig, aber ist nicht schlimm, weil mittlerweile nehme ich halt auch sehr, sehr gerne so Skin Tints und nicht so Full Coverage 50 Kilo Make-up, weißt du? Ja, manchmal auch 50 Kilo, aber so, ich mag das mittlerweile auch sehr oft, sehr leicht und deswegen schaue ich mal, wie der ist. Guck mal, was ich auch richtig interessant finde, weil das erinnert mich auch an das von Catrice, wo ich vorhin meinte, das hat so einen richtig schönen Glow, sind diese Magic Filter Illuminierendes Gesichtsfluid. Da habe ich jetzt zwei Farben mitgenommen, weil ich mir nicht sicher bin, welcher Ton meiner ist, für 3,95 €, weil das erinnert mich halt original an das von Catrice und auch an teure Marken. Und wer weiß, manchmal haben teure Marken genau dasselbe Produkt wie günstige. Es ist halt nur eine andere Verpackung. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Ja krass, guck mal, die meisten Sachen habe ich jetzt bei Essence mitgenommen, aber was ich gerade entdeckt habe bei Manhattan, was ich mir auch mitnehme, auch wohl neu, sind diese Wonder Cloud Eyeshadow irgendwas, ne, mit langanhaltend durch integrierten Primer. Nehme ich einfach mal den Ton mit, einfach um halt zu gucken, wie es ist, damit ich halt auch diese Neuheit da für euch testen kann. Genau. Guck mal, ich mache mein Make-up-Kram immer hier hin. Ist schon auch gut voll, ist also auch gar nicht mal so schlecht, dass wir fast durch sind. Dann habe ich hier, ja, einen schlechten Kamerawinkel, diese Meta Glow Duo wie oft will man sich während einem Video versprechen? Chrome. Wow. Duo Chrome Augenkonturstifte gesehen. Und ja, mit so einem Chrome-Effekt. Wobei, will ich den hellen? Ja, wir probieren den hellen aus. Ist auch interessant. Kommt hier hin. Und ansonsten, oh ja, Dewy Eye Gloss, flüssiger Lidschatten, weiß ich nicht. Also gibt ganz wenige Looks, wo ich das feier tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Also ist immer so, weiß ich nicht, ist nicht so meine Richtung. Ja, sonst ja, Lippenöl und so, wie gesagt, ist jetzt nicht so meins. Ja, so Gummibärchen-Sachen habe ich auch oft Kooperationsanfragen von verschiedensten Firmen bekommen. Ich nehme Biotin und Zink und solche Geschichten, aber so bei Gummibärchen denke ich mir immer so, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht so mit anfreunden. Habe ich aber halt auch noch nie ausreichend getestet, ne, um jetzt was dazu sagen zu können. Aber das war's, meine lieben Freunde.
Zumindest im Bereich Make-up. Also ich drehe jetzt auch noch eins zum Thema Pflege und sowas und Sachen für den Haushalt und Mampfersachen. Ich dachte, ich mache das mal so ein bisschen kategoriemäßig bei meinen Videos, ne? Bei meinen Live-Hauls, um mal zu schauen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Wenn ihr Erfahrung habt mit welchen von den Sachen, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Da bin ich natürlich immer sehr neugierig, weil ich lese immer alle eure Kommentare. Ansonsten war es das auch an dieser Stelle. Und in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen, mit besserem Licht und auf Wiedersehen.